Auf dieses Bild hatten BVB-Fans zwei lange Jahre warten müssen. Shinji Kagawa war zurück auf dem Dortmunder Trainingsplatz bei den alten neuen Kollegen und bei Jürgen Klopp, der als Mann von Welt das erste Gespräch mit seinem Schützling natürlich nicht auf Deutsch führen wollte, sondern auf Japanisch. Zwei Jahre japanisch gebüffelt für den Tag. Man merkt ihm die Freude an, denn er wird sich gern an die bisherigen zwei Jahre mit Kagawa zurückerinnern. 2011 die Meisterschaft, 2012 das Double. Und dann zwei unglückliche Jahre bei Manchester United, die den heute 25-Jährigen laut Klopp trotzdem vorangebracht haben. Spricht jetzt Englisch und auch immer noch ein bisschen Deutsch. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten sich ganz bestimmt verbessern, weil jetzt einfach die Grundlage eine ganz andere ist. Und es ist sehr angenehm mit ihm im Umgang. Es ist wirklich schön, den Kerl wieder in der Kabine zu haben. Vor allem deshalb, weil Klopp ohne Kagawa ein ernstes Problem hätte. Mit Reus, Błaszczykowski, Gündogan und Şahin fehlen ihm gerade im Mittelfeld die Topspieler. Damit ist automatisch klar, dass Shinji natürlich in einer völlig anderen Position ist. Ich werde nicht sagen, Shinji guckt dir das Ganze erstmal von draußen an und setzt sich auf die Tribüne und schnuppert erstmal wieder Atmosphäre, sondern er wird gebraucht. Trotzdem müssen wir alle Ruhe walten lassen. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass die Atmosphäre am Samstag, dass die Leute die Freude über seine Rückkehr sicher auch kundtun werden und dass das Ganze ihn auch beflügeln kann. Klopp ließ offen, ob Kagawa in der Startelf gegen Freiburg steht. Spielen wird er aber auf jeden Fall. Es geht eben nicht anders.